Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und Iron Man ist in GTA, Freunde. Und heute wird es ziemlich crazy, denn er hat 4 Fahrzeuge, Leute. Und jedes Fahrzeug ist einfach schneller als das andere. Und wenn wir alle 4 Fahrzeuge bekommen, werden wir genauso schnell sein wie Iron Man. Und zwar mit unseren eigenen Füßen. Leute, wenn das krass ist, dann ist es krass. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr das Ganze sehen wollt. Bleibt bis zum Ende dran und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, welches Iron Man Auto gefällt euch am meisten. Und abonnieren nicht vergessen, dann seid ihr die Schnellsten. Und ich würde sagen, wir machen uns schnell auf den Weg zum ersten Fahrzeug. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall unterwegs zum ersten Fahrzeug. Und ich habe mitbekommen, irgendein Millionär hat es gekauft, Leute, weil es versteigert wurde. Und ja, wie soll ich sagen, ich kann ihn jetzt auch nicht einfach bedrohen oder sonst was. Und deswegen versuche ich das Ganze einfach mit netten Worten und ihn einfach darum zu bitten, mir das Auto zu geben, beziehungsweise mir das Auto weiter zu verkaufen. Scheinbar wohnt der Millionär irgendwie hier, Leute. Ich sehe auch viele Securities gerade. Da läuft er auch gerade rum, isst irgendwas. Ich packe jetzt einfach mal mein Van hier vor der Haustür. Nicht direkt, Leute, nicht, dass er denkt, hier ist irgendwie so ein Stalker oder so. Und dann laufe ich einfach mal so hin. Ich tue einfach so, als hätte ich gar kein Interesse. Vielleicht können wir den ja irgendwie... Ah, wird schwierig. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall mal hingehen und ihn ansprechen, weil... Okay, in der Garage. Was ein schönes Wetter. Ei, 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 ei. Ich liebe mein Eis. Entschuldigung? Sie? Ja, was ist los? Ich weiß nicht, ob Sie es sind, aber kann es sein, dass Sie derjenige waren, die der das Flash-Auto gekauft hat, also versteigert? Flash? Ja. Flash? Haben Sie gesagt Flash? Flash. Ja, das genau. Ist mein Auto, das ist korrekt, ja, warum? Ich bin ein großer Fan von Flash, könnte ich es einfach einmal sehen, das ist echt sehr cool, so. Nur gucken. Ja, ich bin ja jetzt nicht unfreundlich. Komm hier mal mit, ich zeige Ihnen das, ja. Okay, Leute, gut, er zeigt es uns auf jeden Fall. Oh, das ist das erste Flash-Auto. Ja. Dude, das ist das gute Stück, nicht? Haha, Sonderstück, von Oha, Flash. Das ist ja. Ein Hammer-Flash also, ne? Genau. Ja, oh ja, das ist Gott. Sehr schön, ja. Bitte nicht anfassen, ne? Also, das ist jetzt wirklich hier, ne, geht zu weit auch. Darling, Typ Stress macht... Alles gut. Ja. Ganz kurze Frage, also jetzt unter uns. Ja, was haben Sie gezahlt für dieses Fahrzeug, also... Was ich gezahlt habe? Ja. Ja, also ich sag Ihnen ehrlich, das waren so roundabout 20 Millionen, ja. Mhm. Okay, ja, okay, ja. Leute, so viel habe ich nicht. Also ich weiß, es klingt jetzt sehr speziell, aber wäre eine Probefahrt möglich vielleicht? So für Nein, das geht also, gar nicht. Nein. Sehen Sie hier, auf meiner Liste steht heute noch Tennis, ja. Ich habe heute gar keine Zeit mehr, ne? Also ich würde Sie auch gleich bitten, das Grundstück zu verlassen, ne? Also, ansonsten kriegen Sie ein bisschen Probleme mit dem Security. Ja, okay, ich geh dann beiseite, ja, alles klar. Ja. Okay, Leute, wir könnten jetzt warten, bis er weggeht, aber wir kommen auf jeden Fall in das Auto normal nicht ran. Das Auto wird beschützt von vielen Securities, das heißt, einzige Option wäre, Leute, entweder wir benutzen unsere Waffen oder... Okay. Oh, Leute, da läuft sogar jetzt gerade ins Haus rein. Ich glaube, er macht sich für sein Tennistraining fertig. Das wäre vielleicht aber die perfekte Option, ihn jetzt zu bedrohen, sage ich mal. So, ich versuche einfach mal hier außenrum zu laufen. Da drinnen, warte mal, ist denn da Securities oder so noch drin im Haus? Oh ja, da sind Securities. Oh, die Gläser sind auf jeden Fall panzergeschützt. Das ist schon mal nicht so gut für mich. So, wir müssen auf... Oh, da ist jetzt noch ein Security. Oh Gott, wie viele Securities hat er? Oh, verdammt. Psst, da läuft hier gerade rum. So, wir müssen es leider tun. Entschuldigen Sie. Ich weiß, Sie wollen gerade Ihre Karaoke-Stunde machen, aber seien Sie ganz leise. Ich weiß, Ihre Security stehen draußen, aber wenn Sie mir jetzt nicht den Schlüssel geben, muss ich Sie leider erledigen, Sir. Schlüssel von der Safe? Ich habe keinen Safe. Bitte. Nein, nicht den Safe. Von dem Flash-Auto. Geben Sie es mir. Bitte. So, danke schön. Ich weiß, es klingt jetzt hart, aber ich müsste Sie einmal darum bitten, sich umzudrehen. Ja. Drehen Sie sich einmal um. Okay, ich will mich. So, also, Sir, es tut mir leid, aber... Okay, Leute, wir haben ihn irgendwie schlafen gelegt, aber die Security ist auf jeden Fall noch im Weg, Freunde. Oh, da ist noch einer. So, den erledigen wir jetzt am besten. Dann gehen wir vor zum Auto. So, zack, zack und zack. Oh, und zack. So, perfekt, Freunde.
Die Leute im Zimmer ist mir egal. Wir haben das erste Flash-Auto. Okay, Freunde. Oh, habt ihr gesehen? Als ich eingestiegen bin, haben wir... Oh, ist das Flash-Radio angegangen. Okay. Okay, das ist ein fettes Teil, Freunde. Und wir hauen jetzt erstmal ab hier. So. Damit haben wir das erste Flash-Auto geklaut, Leute. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Aber irgendwie nicht so besonders. Fährt auch nicht schnell. Okay, okay. Es ist sehr stark, so zum Autos wegschubsen. Aber... finde ich jetzt nicht so nice, Leute. Aber das ist das erste von 4 Flash-Autos. Wir müssen jetzt das nächste Auto besorgen, Leute. Und erst wenn wir alle Flash-Autos haben, bekommen wir die Flash-Fähigkeiten. Das heißt, wir parken das Auto jetzt schön sicher hier vorne. Hier ist ein guter Parkplatz, Leute. Hier lassen wir die Autos stehen. So, hier schön die Autos stehen lassen, dann können wir auch direkt uns ein neues Auto nehmen, um zum nächsten Flash-Auto zu kommen, Leute. Nur das Problem ist, das nächste Flash-Auto ist bei der Polizei. Das heißt, Leute, wir machen uns jetzt dringend auf den Weg zur Polizei und gucken, wie wir da rankommen. Let's go. Leute, das große Problem ist, das nächste Auto ist nicht, ja, so leicht zu bekommen, denn es ist beim Polizeirevier. Keine Ahnung, vielleicht haben sie das Flash-Auto in Gewahrsam genommen, weil es schon zu schnell ist. Alter, die haben ja hier schon Militärtrucks rumstehen und alles drum und dran. Oh mein Gott, Alter, wie krass ist es. Okay, und da laufen die mit Waffen rum und beschützen wohl das Auto. Also ich glaube, da ist sogar das Militär eingeschaltet. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Flash-Auto beim Militär ist. Okay, die Frage ist aber, wie komme ich jetzt am besten dahin, Freunde? Also wir können natürlich uns rein sneaken, nämlich hier rüberspringen. Vielleicht können wir dann besser rein. Warte, wir versuchen es mal. So, zack. Okay, wir gucken erstmal, ob das Auto hier ist, Leute. 3 Polizisten da. Wir sneaken uns jetzt hinten rum. So. Okay, jetzt sind wir gleich bei der Garage. Ganz vorsichtig. Oh, in der Garage sind auf jeden Fall auch Polizisten. Oh, oh. Die dürfen mich nicht sehen. Okay, es sind viel zu viele Polizisten, aber ich habe das Flash-Auto gesehen. Okay, da vorne ist noch einer. Verstecken, Leute. Die Frage ist... Ja, auch schon dein Donut gegessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen vielleicht ins Polizeirevier tatsächlich reingehen. So, hier, zack, und ruhig und rein. So, wir sind jetzt im Polizeirevier drin, ne? Hier ist gerade leise, Leute. Jetzt durchs Polizeirevier in die untere Etage gehen. Dann kommen wir zu den Garagen. Und hier haben wir vielleicht eine bessere Sicht. 1, 2, 3, 4, 5 Polizisten. Und da ist das Flash-Auto, Leute. Habt ihr es gesehen? Das Flash-Auto ist auf jeden Fall hier. So. Oh, und da ist noch einer mit einer... Heute wird protestiert, Leute! Da läuft einer mit einer Fackel rum sogar, Leute. Okay, aber warte, das ist eine gute Idee vielleicht. Er hat eine Fackel in der Hand, das heißt, wir könnten die gut ablenken. Vielleicht mit einer Bombe. Hä? Hey, was war das, Leute? Wir haben einen Angriff, Angriff! Okay, Leute, ich musste es tun. Schnell ins Polizeiauto, ins Flash-Auto. Okay, ich habe 5 Sterne bekommen, Leute. Und raus hier, Wir bleiben! Oh mein Gott, die schießen auf mich, Leute. Stehen. Verdammt, die verfolgen mich. Oh, weiter, weg, Leute. Bleib stehen! Okay, Leute, hinter mir ist jemand. Okay, Freunde, wir haben das, aber das Flash-Auto. Okay, oh nein, hier ist noch mehr Polizei. Oh, eine Polizeisperrung! Es tut mir leid, Polizisten, aber... Stehen geblieben! Oh Gott, okay. Hinter mir ist irgendwie ein Army-Truck. Hier ist noch mehr Polizei. Verdammt, Leute. Oh. Okay, Leute. Das Flash-Auto ist schon mal schnell, aber... So schnell ist es jetzt auch nicht. Aber warte mal, hier ist noch ein Knopf, Leute, im Auto drin, ne? Oh, vielleicht muss ich diesen Knopf einfach gleich drücken, Freunde. Und dann wird es auf jeden Fall besser sein. Wartet, Leute. Wir müssen auf die Autobahn kommen, weil ich glaube, das ist sowas wie Nitro oder sowas. Oh Gott, die Polizei, die ist komplett hinter mir her. So. Okay. So, Leute, jetzt schön auf die Autobahn drauf. Wir müssen hier wegkommen, Leute. Und jetzt drücken wir den Knopf. Okay. Leute, ich habe den Knopf gedrückt. Guckt mal, wie meine KMH-Zahl hochgeht, Leute. Oh mein Gott, bin ich schnell. Oh mein Gott, ich bin ultra schnell geworden, Leute. Ich habe den Flash-Knopf, glaube ich, aktiviert bei dem Auto. Habt ihr gesehen, ich bin in kürzester Zeit 400 gefahren, Freunde. Oh Gott. Nein, aber die sind immer noch dicht an mir. Verdammt. Oh Gott, wie soll ich die Polizei abhängen? Guck mal, wie schnell ich bin. Oh mein Gott, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell, Leute, um wahr zu sein. Viel zu schnell. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schnell. Ich muss einen Jumper riskieren oder sowas, Leute. Volle Kraft voraus. Wow. Wow. Wow, Leute. 300 km/h Offroad, was ist das denn? Wow. Wir clean, wir clean. Und, ja, wir verlieren sie, die verlieren uns. Sehr gut, Leute. Die Polizei verliert uns. So, und weg hier. So. Okay, wir bleiben hier, Leute. Ich glaube, wir haben die abgehangen. So, wir verstecken uns jetzt hier, Leute. Und hoffen, die Sterne gehen weg, Freunde. Wir warten ein bisschen. Uff, Leute, die 5 Sterne sind weggegangen. Alter Falter, Verwalter. Es ist ein Flashback-Claren, Leute. Und guck mal, wie schnell der ist, Leute. Wenn ich einmal Vollgas gebe, ich bin schon bei 350, 400, 420 und oh mein Gott, was ist das für ein Fahrzeug? Wir müssen es auf jeden Fall hier in Sicherheit parken. Oh, ich glaube, wir lassen es lieber hier, Freunde, bevor wir das Auto noch komplett Schrott machen. Aber es hält sehr viel aus und es ist unglaublich schnell, vor allem mit der Flash-Funktion. Alter, und somit haben wir das zweite Flash-Auto bekommen, Leute. Fehlen nur noch 2 und dann bekommen wir die Flash-Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen zum nächsten Flash-Auto. Okay, Freunde, wir fahren jetzt gerade rüber zum Militärgelände. Ich habe mir so ein Auto geklaut hier auf dem Weg, Freunde, weil tatsächlich, wie ich es vermutet habe, das nächste Fahrzeug ist beim Militär gelandet. Ja, frag dich nicht, wie das Ganze passieren konnte, aber ist halt einfach so. Und wir müssen deswegen hier... Oh Gott. Nein. Howdy. So, Militär hier, ne? Ja, ich bin ein Reporter von den News. Was Reporter? Das ist hier Militärgelände. Wir wollen keine Reporter hier haben, ey. Moment mal. Ich habe hier ganz kurz... Ich muss hier kurz mein Mikrofon hier rausholen, so. Ah, sehr gut. Ich bin Reporter nämlich für die Wiesel News. Perfekt. Wir können ja mit Ihnen direkt ein Interview anfangen. Warten Sie. Warten Sie. Das ist ein kleiner Podcast, so. Und zwar reden Sie jetzt. Wie ist es so als Soldat hier an der Schranke? Super, ich esse den ganzen Tag nur Eiscreme. keine interessanten Leute, keine Aliens. Nein, haben wir nicht. So, warten Sie ganz kurz, ich mache den Bericht weiter, Leute. Ich weiß nicht, wieso das Auto hier sowas drin hat, aber das ist passend. So, Sie als krasser Soldat. Wir machen heute einen kleinen Vlog über Sie. Sie werden dann überall im Fernseher sein. Darf ich über die Schranke kommen, ja, Sir? Kommen Sie rüber. Oh mein Gott, das klappt ja gut. Ich bin Popstar. Ich kann Rockstar sein. Ja, Sie sehen auch aus wie ein Rockstar. So, Sir. Wow. Sie sind hier wohl der krasseste Soldat, wie es aussieht, ne? Jupp, genau. Also ich bin wirklich ein Rockstar. Sagen alle meine Teamkollegen. Steigen Sie mal ins Auto ein. Ich filme Sie von im Auto weiter, ja? Okay, sehr gut. Warten Sie, ich singe da drin. Momentchen mal. Nee, nicht singen. Sie müssen mir eine kleine Tour jetzt über Ihren Arbeitsplatz geben, ja? Ich filme Sie jetzt hier. Ja, gerne. Genau, ich dokumentiere das Ganze hier weiter. So. Können Sie den Kollegen Bescheid sagen, dass ich ein Reporter bin, nicht, dass Sie hier links... An alle Einheiten habe Reporter mit an Bord. Jupp. Genau. Es geht um mich, bin jetzt ein Popstar. Genau, super. So, zeigen Sie mal bitte Ihren Arbeitsplatz ein bisschen Ja, genau. Also das hier ist eigentlich Top Secret, ne? Da haben wir hier die ganzen... Der labert und labert, aber egal, wir müssen... machen Sie weiter... Oh, was ist da vorne beim Hangar? Warum stehen da so viele Militärfahrzeuge? Ja, nee, das ist noch Top Secret hoch 2, also da machen wir Experimente. Also ich sag Ihnen wirklich, wenn Sie jetzt mir ein Secret hier zeigen können, wären Sie wie ein Internetstar. Meinen Sie wirklich? Also ich würde davon ist das Flash-Auto. Auf jeden Fall. Könnten wir da mal vorbeifahren? Also wir haben da was Neues von so einem Superhelden anscheinend. Ja, echt? Welche Superheld denn? Ja, ich glaube Sonic. Ah, nee, Flash war das. Aha, ja, genau. Okay. Aber nix filmen, ne? Nix filmen, bitte. Ich film nur Sie, ja, Sir? Das ist nämlich das. Wollen Sie mal aussteigen? Flash-Auto, ja. Okay, aha. Das ist sehr selten, ich film nur Sie. Oh. Sir, nicht so nah ans Auto vielleicht, sonst film ich das Auto. Nein.
So, ja. Ganz kurze Frage. So, ich will jetzt ein Ständchen hier halten. Jo. Ja, machen Sie mal, singen Sie alles das. Klar. Genau. Rockstar, ich bin ein Rockstar. Ja, weitermachen. Rockstar. Ja, machen Sie durch weiter. Yeah. Machen Sie. Ich will Fame werden. Woo, Rockstar. Ja, genau so. Sir, danke für Ihre Dienste. Oh mein Gott. Okay, Leute, weg hier. Wir haben ihn ein bisschen auf den Arm genommen, Leute, aber wir müssen jetzt das Militärgelände sicher verlassen. Und zwar haben wir das nächste Flash-Auto. Guck mal, wie schnell das jetzt schon ist. Und ich habe... Oh Gott, die schießt noch wild. Und ich habe noch nicht mal den Flash-Crop... Oh mein Gott, ich habe noch nicht mal den Flash-Crop aktiviert, Leute. Und es ist schon so unglaublich schnell. Oh. Okay, Leute, raus hier. So. Oh Gott, die haben hier verriegelt alles, aber wir müssen einfach durch, zack. Okay, perfekt, Leute, wir sind raus. Oh Gott, nein. Oh Gott. Leute, oh mein Gott, guckt es euch an, wie viele hier sind. Verdammt, Mann, ich muss jetzt den Flashknopf aktivieren, Leute. Ich muss hier erstmal ein bisschen abhängen, zack, bomben alles. So, in die Luft jagen. Und jetzt, Leute, den Flash-Power-Knopf aktivieren, Leute. Er aktiviert sich, oh Gott, da kommt sogar diesen Jets. Verdammt. Leute, Powerknopf. Oh mein Gott, ich bin ultra schnell. Oh mein Gott. Und umdrehen. Oh, da kommt Düsenjets, habt ihr das gesehen? Weg hier. Ich muss dringend in den Tunnel rein, weil Düsenjets... Oh mein Gott, wie schnell bin ich? Was passiert mit dem Fahrzeug? Und es ist noch so beweglich, Freunde, das ist unglaublich. So, hier sind wir auf jeden Fall sicher von den Düsenjets hier im Tunnel. So, hier schön im Tunnel fahren. So, die Lenkung ist ein bisschen kompliziert, aber wir müssen, glaube ich... Wow, was ist das für eine Absperrung hier? Nein, hier ist eine Kontrolle. Verdammt, die haben alles abgesperrt. Oh, was denn? Warum macht ihr sowas? Oh Gott. So, Leute, und jetzt Power. Oh mein Gott. Ich fliege, Leute. Okay, Leute. Okay. Wie mega nice war das denn? Ich glaube, ich hänge die auch alle ab so. Alter, die Autos sind verdammt schnell, Leute. So, da vorne ist wieder ein Helikopter. Bevor er mich findet, muss ich schnell wegfahren, Leute. So. Okay, wir sind davon gekommen. Und jetzt schön beim Busch bleiben. Wir bleiben hier, Leute, bis die Polizei weggeht, Freunde. Okay, Leute, die Polizei ist tatsächlich weggegangen. Und wir haben das nächste Flash-Out. Und es ist ein Ferrari. Aber was für ein schneller Ferrari, Leute. Habt ihr gesehen, wie geisteskrank der ist? So, ich werde den jetzt hier sicher abstellen. Und dann werden wir später alle Autos auf einen Fleck bringen, um sie zu verwandeln, Freunde. So, Flash-Out positioniert. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Fahrzeug, Freunde. Und ich habe auch die Koordinaten davon bekommen. Aber irgendwie scheint es sehr nah beim Militärgelände zu sein. Keine Ahnung wieso. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall wieder auf dem Weg in das Gebiet, wo das letzte Auto sein soll. Und tatsächlich ist dieses Haus hier neben dem Militärgelände das letzte Haus. Also ich sag euch ehrlich, ich bin komplett bereit. Ich gehe jetzt einfach voll all in rein mit Waffen, alles drum und dran. Egal wie viel Polizei, Security, Armee, sonst was da ist, Leute. Wir werden da jetzt reinstürmen ins Haus und... hoffen, dass es... Warte mal. Rushik. Dachtest du wirklich, du kennst alle meine Autos klauen, ha? Huh? Ich, Flash, der Allmächtige... Was? Wo ist er hin? Der ist so schnell gelaufen, Leute. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Hallo? Ja, Flash? Siehst du mich nicht? Nein, bist du gerade... du rennst hier rum? Leute, habt ihr das gesehen? Der ist hier rumgerannt. Flash? Ich kann das Ganze erklären. Und zwar, ich habe deine Autos geklaut, weil ich auch mal so schnell sein will wie du. Aber mir fehlt noch das letzte Fahrzeug und es sollte hier drin sein. Du brauchst also ein Auto von mir. Warte, ich lese mal kurz die Zeitung durch. Du hast ja schon zwei Autos geklaut. Drei. Oder waren es drei? Ach, und dann soll ich dir jetzt noch mal mein viertes Auto geben? Ja, bitte. Verzieh dich. Ja. Ich werde dir gar nichts geben und dein Auto. Jo. Dein Auto wird nicht lang hier stehen. Ja, wir machen das auf meine Art. Ja, okay, vielleicht ist hier schon, okay?
Verzieh dich und komm nie wieder. Und bringe meine Autos zurück, ja? Ja, ich bring dir die Autos zurück. Ansonsten muss ich das hier einsetzen. Ja, vielleicht... Aua, ah! verdammt, Mann. Leute, wir verstecken uns hier. Die einzige Möglichkeit, glaube ich, Flash aufzuhalten ist, ich habe noch eine Spider-Man-Waffe, Leute, die Rope Gun. Wenn wir den tackern, bringt es ihm nichts, schnell zu sein, dann ist er an den Boden getackert. Und tatsächlich, Leute, habe ich sie dabei. Das heißt, wir werden jetzt ins Haus reingehen, versuchen, sein Motorrad zu holen. Wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir ihn einfach festhalten mit der Rope Gun. So, Freunde, wie kommen wir am besten in dieses Haus rein? Komme ich hier durch die Scheibe rein, Leute? Oder ist sie panzerfest? Nee, die hat er panzerfest gemacht. Schade. Vielleicht durch den Hintereingang, aber das Ding ist, er ist ziemlich schnell und könnte hier überall sein, Freunde. So, Hintereingang. Er hat hier einen Grill stehen. Oh, da vorne ist er beim Motorrad. Leute, es gibt nur eine Option. Ich muss die Rope Gun benutzen, um ihn fertig zu machen, Freunde. Was anderes bleibt mir nicht übrig. So, dieser blöde Boden. Immer Dreck. Oh, Mann. Flash? Was? Was willst du? Ich bin's. Ich hab mir Gedanken gemacht und du hast recht, Mann. Ich hab alle Autos geklaut und ich will dir die zurückgeben. Ich hab sie jetzt dabei. Kommst du mit? Ja, ich komm, ja. Das hört sich gut an. Leute, wir werden ihm eine Falle stellen. Und zwar habe ich sie hier vorne geparkt. Siehst du sie? Da ist doch gar nichts. Du willst mich anflunkern, Flash, oder? Flash, beweg dich nicht. Was hast du da in der Hand? Nein. Flash, aber, es tut mir leid. Flash, es tut mir leid. Ich muss dich leider dran machen. Oh, Leute, ich habe ihn so festgemacht, dass er jetzt im Boden hängt. Er hängt im Boden fest, Leute. Flash hängt im Boden fest. Okay, das ist unsere Chance. Wir werden jetzt das Motorrad nehmen. Okay, Leute, wir haben das Motorrad. Oh, verdammt, Leute. Wow, was ist das für ein Motorrad? Oh mein Gott, ich bin in die Luft geflogen. Oh verdammt. Er verfolgt mich. Oh Leute, das Motorrad ist brutal schnell. Oh mein Gott. Schaffen wir es auf den Mond? Chilliert damit sogar hoch. Oh verdammt, Leute. Weiter, kickdown. Oh Gott. Oh Leute, weiter. Wow, ich fliege. Okay, Leute. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt einfach wegfliegen, Leute. Ich glaube, wir haben den Abgang. Ich glaube, wir sind weg, Freunde. Wir waren tatsächlich schneller als Flash. Oh, okay, wir sind gelandet. Ich glaube, er ist weggekommen. Oh, Leute, du was? Er schießt über mich. Nochmal Kickdown, Leute. Kickdown des Grauens. Oh, das Flashmobil. Alter, Leute, das Flashmotorrad ist... Warte mal, wenn ich es kombiniere mit der Rope Gun... Oh Gott, vergessen wir es, Leute, das ist viel zu viel. Das Motorrad ist eh schnell genug. Ich glaube, wir werden ihn tatsächlich abhängen. Selbst Flash Motorrad ist einfach schneller als Flash. So, zack, und wir sind weg. Wir sind weg, ich glaube, wir sind weggekommen, Leute. Und nochmal Kickdown geben. Oh! Okay, Leute, er wird mich niemals bekommen. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben alle Flash-Autos. Das heißt, wir bringen sie jetzt an einen Punkt gemeinsam und werden dann gucken, ob wir die Fähigkeiten übertragen können. Let's go! Leute, ich habe jetzt alle Autos an den richtigen Punkt gebracht. Wir haben das Flash-Motorrad, den Flash-Ferrari, den Flash-McLaren und den Flash-Hammer. Und jetzt kommt die Flash-Transformation, Leute. Wir gucken, ob wir die Fähigkeiten übertragen können in 3, 2, ach, wartet mal, ich glaube, ihr müsst alle den Like-Button drücken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und let's go! Wow! Hä? Die Autos sind weg? Ich sehe ganz normal aus, Leute. Der einzige Test, den wir machen können, ist Rennen. Okay, seid ihr bereit, Leute? Mal gucken, ob es geklappt hat mit den Flash-Fähigkeiten. Oh, let's go! Oh mein Gott! Okay, Alter, aua! Ich bin's vielleicht noch nicht gewohnt, so schnell zu laufen, Leute. Wow, was geht ab? Oh, aua. Okay, vielleicht muss ich das Ganze ein bisschen trainieren, aber wir versuchen jetzt einmal den Vollsprint zu machen, Leute. Und das soll's gewesen sein mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein dickes Däumchen da. Wir sind auf jeden Fall extrem schnell, aber ich verstehe, dass man das Ganze erstmal üben muss, Leute, weil es ist echt nicht einfach, so schnell zu sein. So, ich mach mal ein bisschen langsamer und jetzt laufe ich wieder schnell. Oh mein Gott, es klappt, Leute. Bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt Rusik Pupsi Cloud Autos, Leute. Ciao!